Weiter geht's mit SSL, mit der nächsten Folge, mit wieder Randoms im Team, so rum. Und zuallererst, so ganz am Anfang der Folge, muss ich mich bei mir fällt, ich habe mir nicht der Name auf der Zunge, auf jeden Fall, ich muss mich bei dir bedanken, du hast mir die Sammelkarten in von CS geschickt. Dass ich ja höhere Steam-Level bin, somit mehrere Leute zu Steam-FL hinzufügen kann. Weißt du, was ich suche, das jetzt einfach raus. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kenne doch dein Profil. Bin denn schon, schauen wir uns an. 1, 2, 3, 20. Ich zeig das jetzt einfach, weil ich ganz genau weiß, wen ich meine. Ich sehe, wie viele Leute hier gerade drin sind. Mir fällt es dann auf jeden Fall. Ich weiß, wer gemeint ist, und besten Dank dafür. Für die Sammelkarten, das waren, glaube ich, insgesamt so über 20 Stück. Trade Link übrigens in der Beschreibung, falls sie mir Sammelkarten schicken, weil ich noch mehr Leute hinzufügen kann. Wäre natürlich richtig sick. Bin ich ein Mongo, ey? Bin ich ein BFG-Crit? Leck, ich habe bloß 200 HP und ich verkack's, ich bin down. Ja, Karten, bis gleich. So, wir sind zurück, Turn 6. Immer noch ich salzig, weil ich inkompetent und so. Es ist 3 gegen 1, dadurch, dass wir nur 200 HP spielen, hat er nur 116. Und ich meine, das könnte jetzt die letzte Runde sein. Kann sein, dass sie noch 3 Runden brauchen. Aber ich fange lieber siegeshalber jetzt schon mal. Ich habe das in irgendeiner Folge mal vercheckt, da auf einmal der Typ irgendwie 200 Damage kassiert. Ja, guck mal nach, guckt auf jeden Fall schon mal rein. Ja, dauert auf jeden Fall noch 2 Runden, so wie ich das hier sehe. Weil Melon geht's noch ein. Alter, hat der ein Glück. Das ist Glück, dass der so am Berg ist. Und jetzt werden wir die Situation hier so haben. Wenn ihr so steht und der Master Tank von den Missionen hier, wo er steht, seid ihr safe. Zumindest solange der Berg dahin weg ist. Weil es reicht auch, wenn ihr hier steht, wo Mechem Slayer ist, hier am Berg, und euer Master Tank steht da, wo CMUS 1910 steht. Weil ihr schießt alles drüber. Das ist die Bot-KI. Die ist so, naja, wir schießen auf ihn, aber wir müssen natürlich mehr machen, dass wir ihn noch treffen, aber die schießen dann drüber, weil hier so am Berg steht. Habe ich ja mal in. Wie ist die Mission, mit den Pinatas, wie heißt sie denn? Skillshot. Ne, Moment, nein, zum Arsch. Das wäre eine andere Folge. Skillshots kommen danach. Ich kann es gerade nicht sagen. Wie heißt denn die scheiß Mission mit dem Pin? Mega Lag. 30 Grit. Und 1 Damage. Wie heißt jetzt die Folge mit den Pinatas, ey? Ne, die Folge, sondern die Mission. Keine Ahnung, auf jeden Fall leckt es hier gerade wie Sau. Jetzt kill den Typen mal. Ich will da noch ein Spiel davon machen. Guck euch mal die Waffen, die ich noch hab. Edge Rack to its ASHBD 2x3D Heavy Hover Ball. Ich hab alles getroffen. Ja, das sieht man mal in Zeitlupe, wie der Typ drauf geht. GG bei 12 XP, ja geil, ey. Falls mir übrigens immer Leute schreiben, ich antworte, ne, dann bin ich im Spiel. Kein Bock zu antworten, kannst nicht sagen, aber ich will nicht immer in Steam Overlay gehen. Das finde ich immer scheiße irgendwie. Ich habe gar nicht die Diamond Blade getroffen, das waren 12 XP. Tja. Der Max ist mit Level 83 auch nix. Aber wenigstens wieder 14,22er KD, das ist gut. Spiele gewonnen haben wir. Oh, leckt der von uns noch 36. Muss aufpassen, dass er nicht zu viel privat zockt. Melon schaut sich noch seine Waffen an. Und jetzt hoffentlich auf Start. Also, ich wurde von Summoner gekillt, mehr kann ich schon gar nicht mehr sagen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe schon die Nuke habe ich schon gesehen, aber gar keinen Stress. Die Frage ist auf wen? Auf wie viele? Kann ich die beiden hinteren treffen? Ich spiele nur 200 P, deswegen kann man sogar 4 Spiele machen eigentlich die Runde, weil ich schneide ja eh das erste Spiel. Als zweites könnte man den Shank oder Daggern. Doch, Dagger kennst. Oh Gott. Jawohl, ich bin der Einzige aus dem Team, der gerade bereit war. Also einen trifft es auf jeden Fall, wenn der Abprall um an der Banner kommt, zurück, ne? Kein Grid auf jeden Fall. Wundert mich auch nicht, weil
bis die von den Grid bekommt. Das war schon mal gut. Menü, guck mal, wo die hinten jetzt stehen. Stehen zusammen. Ich versuche ihn zu schenken. Okay, ficken, da habe ich einen Fehler gemacht. Dementsprechend haue ich ihm dann. Ich habe halt nix. Snake hätte ich höchstens. Oder Bilder. Da machen wir halt 60 mit Bildern, ne? Ich habe wenigstens noch 208. Das fliegt vorbei, was kommt? Alter, da kommt schon mal, schaut links, schaut links, schaut links. Da kommt das, das Napalm-Upgrade da, das muss nicht das scheiß Gear, hab's glaube ich. Einer down? Jawohl. Ich kann ihm nicht hinterherfahren, das ist gerade das trifft auch noch 16 Grit. Das ist Napalm-Upgrade, was ich hoffentlich irgend 204, jawohl. Gut, den Schenker mal vergessen. Kernel, das wäre natürlich geil, wenn ich da oben so zwischen die beiden treffe. Ich glaube, wir mit dem Rainbow mal durchheizen. So. Wir haben Horizon. Chicken Fling Stufe 3. Und was schießt er? AFK oder was? Der war vorhin schon AFK durchgehen. Oder war es er? Kann es gar nicht sagen. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall 20 oder 50 Damage wohl. Vulkan hat er geschossen. Oh ja, brennt noch schön nach. Wo haben wir jetzt den River her? Wo haben wir den River her? Einmal kurz das Schiffschaukel gefahren, easy. Ja, 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 ich benutze ihn ja schon. Er benutzt einen Digger, die Frage ist auf wen. Wenn ich ihn jetzt kill mit River, wäre geil, weil Tsunami zu haben, wäre natürlich der sick. Der sicke Shit, wollte ich eigentlich sagen. Letzten 10 Missionen von den Singleplay-Missionen. Boah, die sind schwer. Ich hab dann nämlich eben den Tsunami als Gegner. What the fuck? Ich bin down. Aber wir schauen uns auf jeden Fall an. Ich hab den Tsunami, also einen Tsunami-Gegner, der nur diesen Tsunami schießt, also Stufe 4 von dem Stream. Dann hab da nur diese Napalm-Upgrades und ich glaube 2012 hab dann noch. Aber da ist genau die gleiche Taktik anzuwenden wie bei jeder anderen Mission. Einfach immer entgegengesetzter Bergkuppe stellen. Dann ist es eigentlich recht einfach. Sage ich jetzt einfach so runter, ne, aber das waren 30 Damage schon mal, das war gut. Muss man mal schauen. Okay, hat eine Uzi gekriegt. Mal kurz AFK und abgelenkt. Auf 56 Damage. Ich will jetzt da nicht immer so ewig hier schneiden müssen. Bones Blood. Ja, wenn sie genau trifft, haben wir schon mal 10 Burst Fire und. Was ist denn das für ein Item? Was ist denn das für ein Item? Es gibt ein Item, bei denen fallen Meteoriten vom Himmel? Das kenne ich. Also ich kenne es nicht, aber ich weiß, was gemeint ist. Das ist, wenn ihr über Level 80 seid, dann sind diese Fragezeichen bei den Leveln und dann kriegst du teilweise sowas. Habe ich das öfteren gesehen, einer zum Beispiel, die Digger, die vom Himmel einfach runterfallen, die ganze Map mit Friendly Fire vorprogrammiert, aber die fallen einfach vom Himmel. Das ist quasi, mir fällt die Waffe natürlich wieder nicht ein, ich stehe wenigstens gut. Zwei Travelers. Frogs, Diamond, Ray. Rave, aber das ist gut. Das ist alles gut, muss ich sagen, ey. Alles gut. Wenn ich nicht drauf gehe, haben wir alles benutzt. Oder wenn die Gegner nicht so schnell drauf. Weil. Boah, Rave jetzt einfach mal direkt da hinten reinfetzen. Tarantula. Nein, Tarantula, so rum. Digger und. Bukini. Erstmal auf Dinge, der Ika Armor hat. Und. Nike Shepard wird. Ich krieg nur ein Static. Ach, das Static, das Ding, ne? Warum nur Nice Shot? Waren doch immerhin zwei. Oh, waren denn immer so hoch? Ja, Diamond Blade bringt mir nichts. Express auf den Typen da, auf den zweiten von rechts. Für den ET. Wurde getroffen, aber es war nur das Static, also ich wurde nicht direkt getroffen, sondern indirekt, weil der Static hat den CM getroffen. Zweiten von rechts von unserem Team.
Ultinate, werf den zweiten von links von den Gegnern recht nice. Das trifft mich ehrlich gesagt nicht mal so viel. Oh, das schaut aber nicht gut aus. Da ganz hinten rechts der Hello Dave One. Der hat doch extrem viel Leben. Ich muss die Frogs ganz rinder schmeißen. Oder die Travel lassen, aber die bringen noch nichts. Travelers bringen noch nichts. Diamond Blade. Können was bringen. Einfach mal die Frogs. Wie viel Damage jetzt genau machen? Keine Ahnung. Eigentlich will ich nur Harley Quinn. Ja, das könnte was werden. Ja, ja, baue ich noch hoch. Jawohl. 80. 110. Das war schön. Danke fürs Hochbauen, by the way. Dementsprechend jetzt Diamond Blade. Alles nur geile Items, ey. Also heute, also gerade kann ich mir nicht beschweren, muss ich sagen. Echt geiler Scheiß. Wir haben immer noch 212 Leben, das ist immer richtig geil. Einer von unserem Team ist down jetzt. Schieß doch da hoch! Der ist doch eh down! 100, das war ein mega Nuke. Safe, da liegt hier. Jetzt gehen sie mal auf mich, ich hab das mal gecheckt. 137, hat sogar 2 getroffen, what the fuck. Ich habe das nicht genau gesehen, gerade auf die, weil das einfach alles, der Unwirk, gerade alles von der ganze Berg ist weg. Bone Strike nach ganz hinten. Sorry. Boah. Nach ganz hinten. Ja, was wollen wir denn sonst machen? Moment. Ringer. Moment. Ich probier's. Ich probiere dieses scheiß Item einfach nochmal. Wenn's hier drüber. Ich hoffe eigentlich hier so hin. Wir haben den Ringer getroffen! Ich lebe noch. Wir wurden aber runtergebaut, aber kratzt mich, ne? Weil jetzt natürlich Travelers auf ihn, der war instant down. Aber wir probieren Bone Strike hinter oder vor ihn, das ist eigentlich recht egal. Der benutzt schon Ringer, aber okay. Ist eine gute Lobby, das sind schnelle Spiele, 200 HP. Ich habe jetzt mit Glück gleich 40 XP. Über 40, weil ich, wenn ich treffe, dann treffe ich ja auch. Oh, das kann nur eins treffen. Weil ich nicht, ich habe das kleine bloß, ne? Aber komm, wenigstens eins. Mann. Ich sterbe als Erster, aber der geht voll auf mich. Nicht ficken! Ich will nicht drauf gehen, ich kriege immer diesen Survivor-Bonus nicht. Aber zwei Travelers schenken mir Glück. Oder wir killen einfach jetzt die Runde, dann bin ich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, das heißt nix. Na okay, mit Grip bin ich down, bin ich aber nicht. Jungs, ey, der macht mir gerade ganz schön Schiss. 5 und 3. 8 stärker? Ich will mich nicht bitte unterschätzen wie gerade. Aber YOLO. Wenn er jetzt nicht drauf geht, dann haben wir dann nicht gekillt. Also hoffe ich natürlich, wenn der müsste halt hier liegen bleiben. Also rechts am Berg. Ja, da bin ich schon mal näher dran. Ja, das war schon mal geil. 104. Er hat mich nicht gekillt, jetzt hat er noch 9. HP. Er ist down, ich habe überlebt. Bam, Junge. Was auch immer den gerade gekillt hat, ich habe absolut keine Ahnung. Aber Traveler, da wenn er auch einmal so 300 Damage raushaut. Sei das safe im Signature dabei. So, und die Folge noch bis unter 2000. Ich sehe die letzten paar Folgen, die sind nur aneinander hängend mit XP. Nächste Folge wird eventuell wieder Update mit Level Up. Könnte haben. Aber ich werde vielleicht dann noch eine Runde Rainbow Six einfach aufnehmen, so aus Spaß jetzt. Und was ich noch zeigen wollte, ich habe mal vorhin auch schon, das habe ich vergessen zu sagen. Von dem Carpet Bomb, Incendiary Bombs. 40 Stück. 40 Stück fehlen da. Das ist nix. Das ist nix. Ah, eine richtige Scheiß-Map, obwohl mit viel Track habt ihr die easy abgefahren. Easy. Blaze. Bowen Arrow Summoner Sinkhole ist natürlich gut, um die Map zu begradigen. Ich habe doch Excavation, habe ich drin gehabt. Wo steht Excavation? Ach da, gar nichts sehen. What the fuck. Macht aber halt nicht viel Damage, deswegen würde ich mir überlegen, Frogs auf die hinteren beiden, ne? Jawohl. Der hat das mega nuke, das sehe ich jetzt aber. Dementsprechend
Gehen wir mal so. Frogs, Water Trio, Mega Nuke und. Das ist sehr gut. Oder? Wo ist der Nuke? Da hinten. 2x100 habe ich, glaube ich, gesehen. Ich wurde aber so stark getroffen, ey. 100. 300! Mit Grit wären halt 1, 2. Er wäre netter, aber 2 wären down. What the fuck? What the fuck? Ich würde dich einfach jetzt sammeln, um einfach reinzuschießen, weil Excavation, es war auch nicht schlecht. Aber ich meine, wir sind hier hinten irgendwo. Ich bin irgendwie zurückgefahren, dementsprechend machen wir mal minus 3. Einfach mal reinschießen. Irgendwas würde ich schon treffen. Vielleicht war es ein wenig zu kurz, weil der vordere stirbt sowieso. Spätestens mit der Ripsaw, die hinten kommt. Oder mit der Diamond Sawblade. Wer fehlt noch? Einer von unserem Team. Das ist immer AFK, der Typ. Immer. Ich bin glaube ich nicht vollgegangen. Wenn die Folge zu lang dauert, wären es 2 Folgen ohne Abmoddern halt. Das ist sogar gut. Aber doch wieder schlecht, weil ich mir schon wieder gedacht habe, die sterben eh beide und ich hätte keine minus 3 machen sollen. Ich habe es mir wirklich gedacht. Ja, ja, fahr ruhig zurück. Fahr ruhig zurück. Das was kommt? Bow and Arrow? Mann, das wird was. Das wird doch nie im Leben was. Wir gehen jetzt alle auf den. Da muss ich ja. Obwohl, ich kann es eigentlich mal probieren aus Spaß. 4 stärker, ich wurde runtergebaut, 3 nach hinten, ja komm, wenn es durchs Portal geht und ich den anderen treffe. Das funktioniert gar nicht, ja. Doch wohl, na, funktioniert nicht. Muss ich viel steiler schießen. Ist aber geil, stelle ich unter das Blaue, schießt durch das Blaue und trefft den Metal Shine. Keinem Sniper oder so. Der Bow trifft aber nicht mal. Ich wollte sagen, der Bow trifft, Herr Arsch war trotzdem zu kurz. Ich wurde dann doch zu viel runtergebaut. Dass ich eigentlich gedacht habe, das wird noch was. Können wir den killen? 25 könnten wir, ja. Mit ganz viel Glück bei, da seht ihr Singlets. Ja, haben wir sehr gut weit bekommen. Haben wir sehr gut weit bekommen. Sinkhole oder Magnets? Ich bin für Sinkhole, ehrlich gesagt. Machen wir 1, 2 und dann passt das. Portal Gun auf Metal Shine. Ja, nach dem Spiel war es die Folge. Shadow Portal Gun, ein AFK davon zu bauen. Was macht denn der? Fappt der nebenbei oder was? Die letzten 3 Runden. Ja, mit ist er down. Alter, ich glaube, so viel hat Sinkhole noch nie gemacht. 75. Es macht standardmäßig 60 mit, ich glaube, mit ohne Grid. Macht es 60. Jetzt bräuchte man zum Beispiel so. Weißt du, was ist geil wäre? Molehill. Wenn wir halt jetzt treffen, ne? Shockwave. Wir probieren es einfach mal. Molehill geht ja dann so und zurück. Dementsprechend habe ich da ein bisschen Hoffnung. Könnte ich jetzt sagen, wenn man Mate 100 Grit drückt. Aber halt Pech gehabt, kriege ich minus 10 XP. Tatsächlich vom Glingel, aber es kratzt mich jetzt nicht. Wo geht denn das überhaupt hin? Lol, jetzt ging es auf einmal nach rechts. Warum? Warum? Aber da hat es einen bestimmten Winkel, das Molehill-Ding. Nicht mein MVP. Ja, dann sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Die ist unter 2000 Meter auf jeden Fall nichts mehr. Wir haben 2 Waffen getroffen. Und wir sind zur nächsten Folge. Mal nehme ich jetzt rein auf, ich am Update. Ich habe jetzt 4 Folgen. Ne, ich mache keine mehr. Nehme lieber noch was anderes auf. Und das kann ich wenigstens verschieben. Das andere Projekt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben die 125.880 XP. Jetzt fehlen uns ja bloß noch. Mache ich immer gerne am Ende von Folgen. So, wenn zeigen, was uns fehlt. Ficken. Da müssen wir hin. 18. Oh, was, dass wir dann 16.000 auf dem Puzzler brauchen. Das ist natürlich eine Ansage. Das ist eine Ansage. Aber werden wir auf jeden Fall spielen oder privat oder ich in dem Fall. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.